Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Final Mix, heute in der speziellen Sonder-Winnie-Pooh-Edition. Dieses Video hier ist nicht von mir, deswegen kommt flups hier der Disclaimer hin, damit es auch gar keine Diskrepanzen gibt. Heute bin ich mal Zuschauer. Ja, wir schauen uns die Winnie-Pooh-Welt an. Habe ich ja in den letzten Folgen lang und breit erklärt. Von daher, mal schauen, was passiert, ne? Ich bin etwas bestürzt. Das Ganze geht 54 Minuten. Das ist schon ziemlich heftig. Ja, aber wenn wir schon mal beim Thema Backseat Gaming sind, also, wobei es ist nicht wirklich Backseat Gaming, es ist eher gerade so, dass ich halt etwas kommentiere, was andere machen. Falls es euch gefällt, kann man auch in Zukunft dann wahrscheinlich vielleicht auch mit anderen Sachen machen. Würde mich mal interessieren, ob jemand Bock drauf hat, mir dabei zuzuhören, wie ich über andere Videos rede. Okay, gut, das war jetzt glücklicherweise auch keine Sequenz. Hallo, stimmt was nicht? Alles in Ordnung, nur denken. Oh. Ich habe überlegt, wie ich Pooh verabschieden soll. Pooh? Ja. Warte mal kurz, du bist Pooh? Ja, ich bin Winnie Pooh oder einfach nur Pooh. Wer bist du? Ich bin Sora. Oh, hallo Sora. Willst du dich auch von Pooh verabschieden? Nein. Warum sollte ich? Wir haben uns erst kennengelernt. Weil alle weggegangen sind. Wie meinst du das? Nun, wir alle lebten hier im 100-Morgen-Wald. Wir sind zusammen spazieren gegangen oder haben Puhstöckchen gespielt. Und jeden Tag habe ich Honig gegessen. Wenigstens ein kleines Töpfchen wäre jetzt wirklich schön. Aber jetzt sind ja alle weg. Alle meine Freunde und mein Lieblingshonigbaum auch. Sie sind während meines Nickerchens gegangen, denke ich. Wer weiß? Vielleicht sollte ich auch irgendwo anders hingehen. Aber wie verabschiede ich mich von mir selbst? Denk, denk, denk. Oh, mein kleines Bäuchlein rumpelt und pumpelt. Ah, okay, er ist also depressiv, weil er seine Freunde verloren hat. Ganz am Anfang dachte ich, der will irgendwie Selbstmord machen. Aber ja, klar, die Seiten fehlen und dementsprechend sind natürlich auch die anderen Leute weg. Ja. Ja, ich weiß nicht, wie das dann letzten Endes aussieht, nachdem ich es gerendert habe, aber das läuft gerade hier auf einer PlayStation 4 Pro. 60 FPS. Das, was ich nicht habe, also ich habe schon 60 FPS, aber ich habe ja schon bei Birth by Sleep erklärt, dass meine Aufnahmekarte nur 30 annimmt und deswegen haben wir da immer kein 60 FPS beim Spielen. Ich habe das gerade nicht so schnell gelesen, aber ist ja schätzungsweise auch nicht so wichtig. Och je, es ist kein Honig mehr da. Wenn mich der Honigbaum besuchen käme, dann könnte ich naschen. Ja, Honig, Honig, Honig braucht der gute Kerl. Haben wir denn hier Honig? Wir haben erstmal einen Mega-Etter, was auch immer er mit Mega-Etter machen will. Er hat auch ein Elixier im Schrank, okay, interessant. Das sind seine Drogen, die er nimmt, wenn er mal keinen Honig hat. Okay, er geht wieder raus. Lass mich raten, du willst wissen, was als nächstes passiert. Unglücklicherweise fehlen ein paar Seiten, also kann ich sie jetzt nicht sagen. Okay, ja, die sind überall verteilt, die Seiten. Kannst du sie für uns finden? Ja. Oh! Okay! Er zeigt sogar in dem Video, wo man sie findet.
Das heißt, theoretisch könnte ich hier abbrechen und das dann für mich alleine spielen, hör? Aber nee, danke, lass mal stecken. Ich lehne mich lieber zurück und lass ihn das machen. Ja, ich hatte ja, glaube ich, auch schon zwei mindestens oder drei, ne? Vier soll es geben, oder? Wir werden es ja gleich sehen. Also die hatte ich, glaube ich, auch automatisch gefunden, weil ich ja das Schlüssel doch gesucht habe, oder? War das nicht so? Das habe ich definitiv nicht. Und das da habe ich erst recht nicht, weil ich ja dann nicht wieder zurückgegangen bin. Glaube ich zumindest. Ja, jetzt verstehe ich auch, warum das Video so lang geht, ja? Sammel es halt einfach ein. Ach, er kann nicht. Er kann natürlich nicht die Kiste öffnen wegen den Gegnern. Ganz klar. Mitri, dann war das auch noch nicht mal die Kiste. Warum jetzt mal ganz ehrlich, hast du das überhaupt gezeigt? Ach so, die Kiste dann. Oder die nächste. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Es tut mir leid. Ja, da ist sie. Die Kiste. Und bei den Welpen ist auch noch... Oh mein Gott. Sag mir jetzt nicht, man muss alle Welpen einsammeln, um die letzte Seite zu kriegen. Dann müsste er hier nochmal sämtlichste Welpen auflisten. Thunderer, Gummi wahrscheinlich. G steht für Gummi. Mitri. Okay. Ich glaube, es ist tatsächlich so. Ja, dann fickt euch, ganz ehrlich. Als ob ich hier alle 101 Dalmatiner finde, beziehungsweise 99. Pongo und Per, die sind ja am Start. Ja, dann... Ich hatte jetzt schon minimal ein schlechtes Gewissen, aber wenn es hier wirklich darum geht, dann kötter mich mal. Dann lehne ich mich jetzt schön zurück und schau, wie das andere Deppen für mich machen. Oh ja, das Internet ist schon schön, hä? Vielleicht sollte ich auch anfangen, meine Let's Plays zu faken und einfach Sachen abspielen und zu tun, als wenn ich das spielen würde, so wie das mal ein anderer gemacht hat. Wie ist der nochmal? Roxas? Ich weiß gar nicht, ob der noch existiert. Also er hatte dann irgendwie einen anderen Channel. Ich fand ihn ja ganz interessant, ne? Aber ja, das war nicht gut, dass er das gemacht hat. Babadam bam, babadam bam. Hallo, ich da wer? Was soll ich tun? Ich bin ganz alleine. Wo bist du? Ich bin das Ferkel. Ja, habe ich jetzt Zeit zum Reden oder kommt gleich die nächste Sequenz? Musst du erstmal mit dem Deppen Verstecke spielen oder was ist das schon, das erste Minispiel? Ja, ich habe nichts gegen Winnie Pooh. Ich habe das ja, wie gesagt, damals auch geguckt. Da war ich schon 7, 8 Jahre alt, ungefähr. Also ich bin jetzt garantiert nicht jemand, der sagt, oh mein Gott, Winnie Pooh, das geht jetzt zu weit, ne? Oder wenn jetzt die Teletubbies da wären, oh, Teletubbies, nee, das geht zu weit, dafür bin ich zu alt. Ne, so einer bin ich nicht. Man kann nie alt genug für etwas sein, aber ich verstehe nicht wirklich, wieso man das überhaupt gemacht hat, ja. Weil es ist nicht wirklich storylastig, also es hat jetzt nichts mit dem Plot zu tun. Es ist natürlich optional. Oh nein, ich hab auch nichts. Tut mir leid.
Hab keine Angst. Du suchst Pooh, stimmt's? Du kennst Pooh? Aha. Oh, siehst du, ich habe etwas für ihn. Ich muss es Pooh sofort bringen. Oh, Pooh! Oh, ich glaube, ich rieche da etwas sehr Leckeres. So lecker wie Honig. Hallo, Ferkel. Wie geht es dir? Oh, ich bin so froh, dich zu sehen. Ich dachte, du wärst fort. Hier habe ich, was du wolltest. Danke, Ferkel. Jetzt bekomme ich endlich meinen Honig. Wirklich? Aber wie? Ich fliege mit dem Ballon wie eine Biene auf den Honigbaum. Schau! Aber werden die Bienen nicht böse, wenn du ihren Honig stiehlst? Oh! Ja. Wenn ich nur diese Bienen wegkriegen würde, dann würde ich natürlich Honig kriegen, hilfst du mir. Ja, das ist dann das erste Minispiel. Oh, hallo, Eule. Guten Tag, Pooh. Was machst du? Ah, willst du den Ballon benutzen, um Honig zu kriegen? Großartige Idee. Lass mich... Was? Irgendwas will er machen oder geben oder Hinweise oder sowas. Okay, ja, jetzt kann Pooh da hoch. Bla, bla, bla. In dem Baum sind Höhlen. Löcher, da kann er dann seine Hand reinstecken und sowas. Hier, das ist eine Menge Honig in den Löchern, wenn Pooh zu nah an den Bienen kommt, die ihre Honig beschützen wollen, dann wird natürlich irgendwann der Ballon platzen. Und umso länger er... Naja, wir müssen ihn halt verteidigen, das ist ja ganz klar. Okay, man kann eine Fähigkeit machen, um irgendwie an Pooh zu kommen, aber es ist nicht hundertprozentig verlässlich, irgendwie sowas. Ist auf jeden Fall das erste Minispiel. Ja, wo war ich gerade? Ja, wie gesagt, ich habe nichts gegen Winnie Pooh, aber... Ja! Ich verstehe nicht, wieso es da ist. Ich meine, klar, es ist optional, aber es ist ja auch nicht optional im Sinne von, du kannst es jederzeit direkt verkackt. Hast du das jetzt... Hat er das jetzt absichtlich gemacht? Oder was? Was macht der da? Muss er nicht hochspringen? Ja, du... Ich bin mir gerade nicht sicher, wie das geht. Ich glaube... Ja, klar. Einfach die Bienen penetrieren. Warum machst du das gerade? Ach nee, okay. Ja, er hat eine Taktik. Wir sollten ihm vertrauen. Ja, natürlich haben wir hier wieder Jump-Run-Einlagen, die nicht hundertprozentig funktionieren. Wer hätte das gedacht? Also das wird wahrscheinlich ähnlich wie bei den Lianen sein. Dass, ja, wenn du normal drückst, dann gelingt dir der Sprung. Aber wenn du halt die Bienen angreifst, dann passiert es oft, dass du runterfällst. Ja, es ist ja nicht so, dass du sagen kannst, jo, es ist optional, du kannst das jederzeit machen. Nein, 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 nein. Du musst dir eiskalt darauf hinarbeiten, indem du halt diese ganzen Dalmatiner und so einsammelst. Wofür? Für eine Art extra Winnie-Pooh-Folge oder was. Ja, also... Ich finde, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht gegeben ist, aber von mir aus. Lassen wir den guten Sora doch mal mit Winnie Pooh spielen. Das Schlimme ist halt, dass es in Kingdom Hearts 2 dann wieder da ist und du musst wieder denselben Scheiß machen. Musst wieder diese ganzen Kapitel einsammeln, weil sie aus unbekannten Gründen wieder zerstreut sind. Weil das Buch wieder kaputt gegangen ist, warum auch immer. Ja, da oben sehen wir die Zeit. Zeit hat er auf jeden Fall genug. Das sollte kein Problem sein. Er hat ja jetzt gerade, wie man links oben sieht, 90. Jetzt hat er 100. Reichen 100? Nee. Wie viel willst du denn noch haben, du gieriger, schmieriger, kleiner Bär?
Gott. Ja, man sieht, es ist auch sehr spannend. Sehr taktisch hier. Also, Nee, danke, du. Die Vorstellung, dafür alle Dalmatiner zu finden. Und zack. Geil. Wie lange dauert? Es geht so lange, bis die Zeit abläuft. Ne? Es geht einfach wahrscheinlich darum, einen Highscore zu machen, weil, hey, wer wollte schon nicht mal mit seinem Highscore angeben in der Schule? Winnie Pooh Highscore 186. Da sind die coolen Kids dann definitiv auf deiner Seite, würde ich sagen. Ach, herrje, das war nicht so toll. Das war was für Poohs Bäuchlein. Aber da ist noch ein bisschen Platz. Was ich für Honig tue, das tut auch nur ein Pooh. Ja, der würde wahrscheinlich auch seine eigene Familie für Honig töten, hä? Okay, ja, das war's dann mit dem ersten Kapitel. Das heißt, wenn du wissen willst, wie es weitergeht, sammeln erstmal schon das nächste. Ich weiß nicht, ob jedes Kapitel an irgendwas gebunden ist. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich musst du einfach. Es ist quasi egal, welches du sammelst. Ja, du schaltest die wahrscheinlich irgendwie chronologisch frei, könnte ich mir vorstellen. Weil sonst macht es ja vielleicht auch storymäßig keinen Sinn. Ja, er kann nicht den Esel vor dem Hasen treffen, das geht doch nicht. Das würde doch alles durcheinander bringen, das würde doch ein Paradoxum verursachen. Der Briefkasten ist leer, immerhin, keine roten Zettel, Miete bezahlt er. Keine Post vom Anwalt. Oh, wobei, da ist was drin. Hat der nicht gerade was gesagt? Ich habe nicht aufgepasst. Moment, ich muss nochmal zurückspulen. Ich war gerade etwas abgelenkt. Ich hoffe, wir finden bald mehr Honig zusammen, schreibt Pooh. Ja. War Rabbit nicht so ein bisschen das Äquivalent zu Thaddäus? Also einer, der eigentlich gar keinen Bock hatte, aber trotzdem immer irgendwie in den Shit reingezogen wurde. Ich kenne mich leider nicht so gut mit der Saga von Winnie Pooh aus, tut mir leid. Schau, Rabbits Haus. Sieht so aus, als wenn er nicht da ist. Pooh hat ihn gerufen, aber niemand ist da. Okay. Warum? Wo ist denn der gute Hase? Ja, guck mal rein. Moment, was? Ich kann nicht so schnell lesen. Ich werde einfach das Video pausieren, ganz ehrlich. Es reicht. Es reicht! Was hat er gesagt? Wer ist diese Person, die sich niemand nennt? Hä? Nobody have you... Niemand! Hast du Rabbit gesehen? Nein, hier ist kein Rabbit. Ah, okay. Er wollte einfach seine Ruhe haben. Hallo, Rabbit! Ich dachte gerade so, hä? Nobody? Wieso reden die von niemanden? Das ist halt lustig, wenn man Kingdom Hearts 2 kennt. Warum, Pooh? Was für eine großartige Überraschung. Eine freudige... schön dich zu sehen, Piglet, und... Ist das ein neuer Freund? Puh, es tut mir leid, aber... Ich habe momentan keinen Honig. Ja, also, ganz ehrlich... Sora, riechst du Honig? Rabbit ist also zurückgekommen, aber... Aber jemand fehlt noch. Einige Orte sind weg im 100-Morgen-Wald. Oh, was sollen wir tun? Ich habe Pooh nichts zu geben. Verschwende nicht deine Zeit mit Rumschauen. Oh Gott.
Honig. Oh, wie ist denn das da hochgekommen? Möchtest du welchen Puh? Du musst natürlich nicht, wenn du nicht willst. Oh, danke, Rabbit. Ja, okay, ich habe keinen Bock, das jetzt mal vorzulesen. Das ist ja, man sieht's ja. Also, ganz ehrlich, du isst doch nicht alles auf, oder? Da kann man nur reinschlagen, ganz ehrlich. Ja, wenn er erstmal angefangen hat, ist er nicht zu stoppen. Puh ist wirklich jemand, da kann man eigentlich nur reinschlagen. Er terrorisiert seine Nachbarn, klaut jedem das Essen. Der ist richtig abhängig von dem Scheiß. Und dann grinst er auch noch dabei und macht einen auf friedlichen, knuffigen Teddybären. Ja, dabei treibt er alle in den Wahnsinn. Was zur Hölle? Hausfriedensbruch hat er getätigt. Okay, gut, ich meine, Rabbit hat noch seine Karotten. Immerhin. Ja, was ist passiert? Was geht jetzt ab in Disney Town? In Lazy Town? Ah, die fette Sau steckt im Loch fest, okay. Ja. Wenn wir nichts tun, bleibt er auf ewig da drin stecken. Gib dem einen ordentlichen Tritt in den Arsch. Er steckt schon wieder da drin, okay, also es passiert also öfter. Können wir nicht irgendwie Honig nehmen, damit er so durchflutscht? So ein bisschen wie mit Öl. Das scheint ja irgendwie immer in Trickfilmen und Animes zu funktionieren. Das ist jetzt schätzungsweise das nächste Minispiel. Ja, wie esse ich nur Honig, wenn ich da drin weiter stecken bleib? Vielleicht kannst du mir irgendwie Honig bringen, während ich hier drin steck. Bla 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 bla. Ja, das hast du eben schon mal gesagt. Gibt's da nicht etwas, was wir machen können? Ah, Karottensaft könnte helfen. Ja, dann flutscht der nämlich durch. Das ist auf der anderen Seite des Stroms. Oh nein, was denn jetzt schon wieder? Wieso gibt's keine richtigen Sequenzen? Oh nein, der ist auch so ein Kollege, der mir richtig auf den Sack geht. Ja, guck's dir an, guck's dir an! Der Rabbit tut mir richtig leid. Das hier ist wahrscheinlich der Patrick, der Hyperaktive. Hallo, ich heiße Tigger. T-I-G-G-E. Das heißt Tigger. Sag mal, dich habe ich hier ja noch nie gesehen. Hallo Tigger, du hast meinen neuen Freund Zora angesprungen. Hey Puh, du siehst heute ja nicht besonders glücklich aus. Ist das eine neue Übung? Herumzuspringen macht viel mehr Spaß. Wieso springst du ständig so rum, Tigger? Wieso? Springen können Tigger am bestesten. Apropos, mein Sprungpunkt ist weg und verschwunden. Dann wird das eben mein neuer Sprungpunkt. Ja, weil er ADHS hat, ist doch da ganz klar. Ja, und jetzt ruiniert er die ganzen Sachen, die er da anpflanzt. Und Zora, helf mir bitte, Tigger da wegzukriegen. Und die Eule hat mal wieder einen Rat, eine Lösung. Ja, du musst die Karottenplantage schützen. Wenn Tigger zweimal auf einen hüpft, ist die Karotte kaputt. Und du zeigst es gerade zur Demonstration, du Arschloch. Ich hab dich schon verstanden, du musst es nicht demonstrieren. Oh mein Gott, er hat mir jetzt echt... Oh Gott. Sind wir jetzt hier in der Grundschule oder was? Oder bei Dora? Ich zeig dir jetzt mal, wie das aussieht, wenn eine Karotte kaputt ist. Okay, wir sollen uns die Karotten schnappen, bevor Tigger darauf kommt. Okay, eine Sache noch. Okay, es gibt wieder ein spezielles Kommando, mit dem man schneller zu den Karotten rushen kann. Ja, da dasht man dann hin. Dahin, wo Tigger landet, habe ich das gerade richtig gelesen. Ja, wow. Das ist ja, es ist Wahnsinn. Also,
Klar, es ist ein Spiel, bla bla bla, sind Minispiele, aber wenn man sich das mal wirklich so durch den Kopf gehen lässt, ist Tigger ein Nachbar, den man nicht haben will, oder? Das ist ja richtig, richtig übel hier. Ich fange richtig an, einen Hass auf den zu kriegen, auf den und Winnie Pooh. Aber ja, zweites Minigame. Okay, jetzt so rettet man die Karotten. Ja, wenn er Dreieck drückt, dann rusht er dahin, wo Tigger gerade hinspringt. Ich stelle mir das etwas random vor. Aber ich denke, das ist letzten Endes auch, dass man es schafft, solange eine Karotte lebendig bleibt. Alles andere ist dann halt nur wieder für den krassen Highscore, für den Schulhof, damit man nicht gemobbt wird. Sechsmal geblockt, 10 Karotten gerettet, 60 Punkte. Herzlichen Glückwunsch. Was sagt ihr zu diesen Sprüngen? Die waren sogar für einen Tigerspitze. Sag mal, du hast dich echt gut geschlagen, Thora. Besonders für einen Nicht-Tiger. Auf zu einer neuen Runde. Oh, was ist das denn? Niemand kann es mit einem Tiger aufnehmen. Vielleicht stimmt mit meinem Schwanz etwas nicht. Vielen Dank. Jetzt mache ich besser den Karottensaft. Bitte warte, während ich die Karotten ins Haus trage. Ja. Wow. Und daneben gibt es noch Kürbisse. Und was ist das da? Wie heißen die Dinger? Salat? Sag mir nicht, dass das auch noch Minispiele sind. Ja. Gib dem Puh den Karottensaft. Alles, was wir jetzt machen, ist ihn da rauszuschieben. Ein kleiner Schubser sollte es erledigen. Boah, wir sind erst bei der Hälfte des Videos ist angekommen, ne? Ja, flieg! Verrecke! Oh nein, jetzt haben wir doch mehr Kollateralschaden gemacht. Ja, erst mein Gemüse und jetzt das. Oh je, wo bin ich? Es ist so dunkel hier. So schlecht ist es nicht, denke ich. Oh, da ist viel Honig. Oh. Gewöhn dich daran. So wird's aussehen, wenn wir dich lebendig begraben, weil du uns zu sehr auf den Sack gehst. Okay, so. Das war's damit. Ich denke, zwei sind noch, oder? Zwei oder drei. Spielzeit 13 Stunden. Wie lange spielen wir jetzt schon? Ah. Das Doppelte, oder? Ja, also ich weiß nicht. Theoretisch fehlt jetzt eigentlich noch der Tiger, mehr oder weniger. Der Esel. Und ein Känguru gab's ja auch noch. Ne? Und eigentlich auch ein Mensch. Aber Sora hat ja den Teil schon erfüllt, von daher... Schau, Puh, da schwimmt etwas auf uns zu. Ich glaube, du hast recht. Was könnte es sein? Ein Esel! Oh mein Gott, Esel versucht auch schon Selbstmord zu machen. Gott, ist das alles furchtbar. Ah, es sieht aus wie Ior. Ach, so heißt der wahrscheinlich. Esel Ior? Ich weiß nicht. Ist wahrscheinlich sein Name. Ior. Hallo, Puhbär. Ich versuche zu sterben. Hallo, Puh. Ich bin's. Könntest du mich rausziehen, da, falls es nicht zu viel Ärger bereitet? Natürlich musst du es nicht machen, wenn du nicht willst. Ach so, er will eigentlich gar nicht. Er hat halt nur keine Wahl, weil er sich nicht gegen das Wasser wehren kann. Niemand kann sich gegen die Gezeiten wehren. Alles klar, es wird wahrscheinlich das nächste Minispiel sein. Oh, hallo. Danke, dass du mir mit den Karotten geholfen hast.
Ja, er schwimmt weg. Wir müssen was tun. Direkt rein. Schwimmt er weiter, oder? Ja, wahrscheinlich. Damit man noch eine Möglichkeit hat, ihm zu helfen. Danke, Pooh. Danke. Was stand da? Was war das gerade? Danke, Pooh. Dank dir, dem anderen auch. Was auch immer. Ja, darum zu... Was? Ja, irgendwie fehlt da noch was. Ach so. Er hat beim Schwimmen seinen Schwanz verloren. Geht das denn so einfach? Ja, das fehlt. Mal sehen. Ja, ich hab's wieder verloren. Hm. Frag mich, wo es dieses Mal ist. Ach, ist es nicht wirklich ein Schwanz, aber er hätte ihn trotzdem gern wieder. Ich kann nicht so schnell lesen und ich mag auch nicht immer das Video stoppen. Ja, warum suchen wir nicht nach Esels Schwanz? Also wie jetzt, haben Esel nicht normalerweise Schwänze? Ja, die Eule gibt uns wieder Hinweise, wo es am besten wäre zu suchen. Meine Augen sind nicht mehr die besten, aber ich kann dir gute Tipps geben. Natürlich musst du sie nicht annehmen, wenn du sie nicht willst. Wie wär's mal, wenn du dahin gehst? Auf die Schaukel, Pooh, pass drauf, du nicht. Ich erzähl dir mehr, wenn du da bist. Ja, haben... Ich weiß nicht, ob ich es eben gesagt habe. Haben Esel nicht normalerweise Schwänze? Was ist das für eine Missgeburt? Oh Gott. Muss man den Pooh anvisiert lassen, damit er einem folgt? Kannst du noch langsamer laufen? Oh Gott, diese Welt macht mich so fertig. Und ich spiel's noch nicht mal. Oh ja, natürlich ist er abgelenkt! Oh nein! Ich habe gerade einen Schnitt gesehen. Muss man warten, bis er den Honigtopf aufgefressen hat? Alter, was ist das? Oh Gott. Nee, das ist zu viel für mich, glaube ich. Ja, da war wieder ein Schnitt. Ich habe es genau gesehen. Man muss tatsächlich warten, bis dieser Drecksbär seinen Honig aufgefressen hat. Sag mir nicht, du gehst jetzt nach rechts. Okay, gut. Er hat den Honigtopf nicht gesehen. Immerhin. What the fuck, ey. Das ist keine Belohnung. Das ist Qual. Das ist pure Qual. Okay, die Schaukel soll jetzt dabei helfen, den Schwanz zu finden, oder was? Okay. Also, das musst du tun. Erstmal bereit zum Schubsen machen. Wie? In etwa so. So. Ja, Dreieck, R1-Taste drücken, bla bla bla. Ja. How to Schaukel Tutorial. Jetzt zum nächsten Schritt. Bevor er wieder zurückschwingt, wenn du richtig schwingst, dann kommt er natürlich höher, so wie eine Schaukel halt nun mal funktioniert. Ich habe damals als Kind sehr, sehr oft geschaukelt im Hort. Aber, keine Ahnung. Mir ist dann immer irgendwie zufällig schlecht geworden. Manchmal konnte ich 20, 30 Minuten am Stück schaukeln, manchmal nur ein paar Sekunden. Ich habe aber sehr, sehr viel geschaukelt als Kind. Das weiß ich definitiv. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal auf einer Schaukel war. Das ist... Boah. Es ist locker 13, 14, 15 Jahre her, glaube ich. Ich glaube, ja, das letzte Mal war wahrscheinlich irgendwie in der 4., 5. Klasse oder so. Ich glaube, seitdem habe ich tatsächlich nie wieder geschaukelt. Holy shit. Ja, ich weiß nicht, ob ich es jemals... Das war anscheinend nicht richtig. Nicht genug, oder?
Was war das gerade? Puwut müde? So, ich bin noch mal so frei und spur zurück. Was hat er gesagt? If Pooh gets tired, give him honey. Wenn er müde wird, gib ihm Honig, Alter. Der Drogen, der Honigsimulator. Ja, mir wurde auf der Schaukel schlecht, mir wurde aber auch im Allgemeinen schnell schlecht. Beim Autofahren oder so, ne? Also, ist es jetzt genug? Der Schwanz war auf den Holzstücken oder was? Wow. Oh, das kommt mir bekannt vor. Es ist echt kein echter Schwanz, ne? Wie sieht's aus? Ich habe mit mehr Sequenzen gerechnet. Ja, es ist nicht viel, aber es ist meins. Danke. Ach so, er hat einen klitzekleinen Schwanz. Er hat ihn quasi da ran gemacht. So ein bisschen wie, wie wenn man ein Handtuch an einen Haken macht oder so, ne? Ja, ich wünsche, wir können den 100 Morgenwald wieder zurückverwandeln, so wie er mal war. So, das war's damit. Ja, also ich kann mich daran gewöhnen, ne? Besonders jetzt, so Schulzeitmäßig bin ich oft mit einem Bus, mit dem Bus gefahren und so. Da hatte ich dann keine Probleme, aber nach den Ferien, also wenn die Ferien länger als 2 Wochen gingen, wenn ich dann halt 2-3 Wochen lang nicht mit einem Auto gefahren bin oder mit einem Bus, dann ist mir wieder direkt schlecht geworden. Und ich habe das auch letztens gemerkt, letztens vor 5-6 Wochen. War ich mal wieder, bin ich mal wieder mit dem Bus gefahren, beziehungsweise vor 2-3 Wochen bin ich ja wieder mal mit Auto mitgefahren und da ist mir direkt schlecht geworden. Also, es gibt Menschen, bei denen ist es nicht so, es gibt Menschen, bei denen ist es so, aber man kann definitiv, man kann sich das antrainieren, dass einem nicht schlecht wird, bla 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 bla, mein Hüpfsport. Ja, wieso mache ich immer Pause? Die labern eh nur Scheiße. Hüpfen, ja, willst du mitspringen, Sora? Yay, ja, geil. Bounce, bounce, bounce. Da fällt mir wieder spontan dieses Lied ein von, jetzt gibt's wieder Hüpf-Tutorial. Dieses Lied von System of a Down, Pogo Stick. Pogo, 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 Pogo. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie das ging. Ja, ich kann alles meistern, wenn ich nur daran glaube, bla bla bla. Spring bitte so. Gott, warum sollte man es machen? Ich verstehe das nicht. Ja, es gibt nichts Besseres als springen. Ja, schau, wie Tigger springt und mach's dann nach. Okay, das ist cool. Das ist so ein Merkspiel. Sowas habe ich auch gerne damals gespielt. Also damals auf der PlayStation 1 gab es sehr, sehr viele Merkspiele. Also In einem Land vor unserer Zeit. SpongeBob, Schlacht um Bikini Bottom hatte das, glaube ich, auch. Was noch? Bugs Bunny und Tales of Zeitreise. Da gab es immer so eine Abschnitte, wo man spezielle Tastenkombinationen nachmachen musste und so. Das fand ich damals immer sehr, sehr cool. Wobei, was laber ich hier? Das ist ja noch nicht mal wirklich so, oder? Naja, es ist halt 3D-isch. Das ist jetzt nicht so, dass du jetzt irgendeine Farbkombination dir merken musst oder so. Es ist nicht ganz so kompliziert. Also, merktechnisch. Controller-technisch, oh, wobei, ja, doch. Ja, doch, jetzt wird's schon lächerlich, ganz ehrlich. Einfach wegen den scheiß Kamerafahrten. Wären die jetzt so gesprungen, dass man hätte alles aus der Vogelperspektive sehen können, wäre das schon besser. Aber so, ich habe gerade überhaupt nicht mitbekommen, wo der hingesprungen ist. Durch die Schnitte. Das hätte ich schon verkackt. Direkt. Mann, 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 ey. Besser als alles, was wir bisher in Kingdom Hearts hatten, glaube ich. Ist er gerade absichtlich runtergefallen? Also, zack. Ja, was soll das?
Mich verwirren die Schnitte, die Kamerafahrten. Geradeaus, jetzt nach rechts, dann runter. Oder so, okay, dann gerade. Nochmal gerade. Nach links, nach rechts. Und dann wieder nach rechts. Und dann links. Genau, na, geradeaus jetzt. Geradeaus und dann darauf. Okay, gut. Dann habe ich es doch verstanden. Na gut, dann ist ja alles gut. Ja, super. Jetzt zum letzten. Okay, darauf. Moment. Okay, jetzt. Okay. Ja, guck mal, so ist doch besser. Das ist kein Problem. Das ist ziemlich easy. Da war das andere schwerer, meiner Meinung nach. Ja, hoch. Als ob der den da hochschleudern kann. Ja, dann jetzt einfach runter, genau. Ah, verkackt. Buh, bad Gameplay. Muss direkt einen Hasskommentar schreiben, Dislike geben. Du scheiß Noob, Alter. Spasti, Dislike, De-Abo. Und so. Ja, das ist jetzt unnötig, dass er das Ganze nochmal macht. Dass man sich das Ganze nochmal angucken muss. Ja, jetzt runter. Ja, und dann gerade, links, rechts, gerade. Ja, also, ja. Ne? Genau. Oh mein Gott, yeah, du hast es geschafft. Du bist super, super, kannst toll springen, yay. Oh, latsch einfach rauf. Was? Ich habe gerade nicht zugehört. Machen die jetzt irgendwie einen Wettkampf? Okay. Was hat das jetzt mit Springen zu tun? Weil er beim Schlagen hochspringen muss, oder was? Okay. Oh, da links ist eine Kiste. Hm. Ja, das stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor. Ich denke, er muss 20 treffen. Wobei die Zeit läuft nach oben. Ja, dann geht es wahrscheinlich einfach darum, das so schnell wie möglich zu machen. Also hier kannst du auch wieder nicht verlieren, ne? Notfalls brauchst du halt 8 Stunden für diese 20 Dinger, wenn du inkompetent bist. Beziehungsweise wenn das Spiel halt scheiße ist. Also man kann nicht wirklich verlieren hier, hä? Huh? Sowieso nicht. Es ist Winnie Pooh, also. Hier wird es keinen Mord und Totschlag geben. Das sind ja nicht die Waldtiere, die Weihnachtstiere aus South Park. Oh mein Gott. Einer noch. Badabada. Okay, ich spule mal kurz zurück. Weil ich wissen will, was der da gerade gesagt hat. Warum haben die das jetzt überhaupt gemacht? Das war zu weit. Hey Tigger, er ist bereit für das Große. Aha, was auch immer. Okay, ich spiele mir wieder vor. Okay. Und was gab's? Ah, oh! AP! Okay. Trotzdem, das hat sich trotzdem nicht gelohnt. Aber das ist schon mal was. Ich meine. Schmiedgegenstände, AP. Was, Seesaw? Was machen sie jetzt? Oh ja, der Baum hat nicht Honig. Scheiße, hä? Was hat Tigger jetzt schon wieder vor? Weiß er, was er tun muss? Thank you.
Ne, es war anscheinend alles, okay. Gut. Okay. Dann sollte jetzt die letzte... das letzte Kapitel kommen. Ein Glück. Ich habe mir das irgendwie spaßiger vorgestellt. Wie gesagt, auch mit mehr Zwischensequenzen. Okay, das sieht nach einer Suchmission aus. Was machst du, Pooh? Na, ruhig, oder sie fliehen. Wer? Die Leute, die alles weggenommen haben, da sind Fußspuren. Wir bleiben alle zusammen, damit wir sicher gehen können, dass keiner weggeht. Ich sah die Fußspuren und dann waren alle weg. Böse Leute müssen die weggenommen haben. Ich glaube, diese Fußspuren sind... Ich glaube, ich helfe dir, deine Freunde zu suchen. Also er hat Fußspuren gesehen und denkt, dass es die Fußspuren derer waren, die ihm alles weggenommen haben. Wahrscheinlich sind es seine eigenen. Ah, nee. Oh, es ist Esel. Nein, Story Twist. Ich wurde die ganze Zeit hinters Licht geführt. Also eher so Puh. Was machst du da? Ich schaue nach Stöcken, damit ich mein Haus wieder bauen kann. Stöcken für dein Haus? Stöcke? Das fühlt sich bereits wie ein Haus hier an, dieser Ort. Sieht so aus, was auch immer. Sieht wie ein guter Ort aus. Okay, und jetzt? Stöcke sammeln oder was machst du da jetzt? Ist das jetzt so eine Mischung aus allen Sachen, weil der da jetzt, weil jetzt anscheinend alle drei dabei sind? Lost Side of Pooh Bear. Ach so! Winnie Pooh hat Tigger verloren und Tigger hat Pooh verloren, weil er beim Springen Winnie Pooh auf einmal nicht gesehen hat. Und dadurch, dass er Tigger jetzt angelabert hat, nach unten gebracht hat, hat Tigger wieder zu Pooh gefunden, oder was? Also sie sind alle an einem Ort und haben sich aber irgendwie wieder verloren. Seid ihr alle... Oh, hört auf, Honig zu naschen. Ganz ehrlich, das tut euch, glaube ich, nicht gut. Ja, die Eule, die hat auch alle verloren und der da auch. Flugt, ich hab Eule, bin Eule hinterher, aber Eule ist weggeflogen und jetzt habe ich mich verlaufen. Die haben sich alle verloren, wie geht das? Das ist euer Wald, ihr müsstet euch doch da auskennen. Oh mein Gott. Nee, wirklich, ich habe kein Verständnis für diese Welt, ganz ehrlich, das ist so unnötig. Oh, die Eule. Ja, ich wollte mit Ruh reden übers Springen, aber... Auf einmal hatte ich mich auch verirrt. Sagt ein Vogel, der eigentlich nur nach oben fliegen müsste, um eine gute Übersicht zu haben. Okay, wer fehlt jetzt noch? Hab nicht aufgepasst. Keiner, oder? Als ob. Als ob. Ach ja, klar, wir müssen ja jetzt, beziehungsweise er, muss ja jetzt den Pooh noch da reinkriegen, oder? Wobei, kann er nicht einfach durch dieses Gebüsch da gehen? Oder schneidet er sich dann und verliert dann irgendwie Honig? Weil er hat ja kein Blut wie jeder andere, wie jedes andere Tier, sondern da fließt er dann... Honig aus seinem Körper raus und er will Honig ja nicht verlieren. Ah nein, jetzt muss er ihn erstmal... Hat er gerade den Baum angezündet? Nee. Jetzt muss er ihn erstmal locken, ne? Mit Honig. Durch Honig.
Alter, ist das furchtbar. Und Gravitas, okay. Darauf muss man erstmal kommen. Das war eine Aufgabe. Das war nicht schlecht. Oh, Honig! Oh, Honig! Hat er jetzt was falsch gemacht? Oder wieso muss er den jetzt wieder nach oben feuern? Ach so! Damit er da quasi nicht in den Baumstamm fällt. Dafür war das da. Aber ich weiß nicht. Hätte man da nicht was anderes nehmen sollen? Ich meine, da sind ja schätzungsweise noch Bienen drin, oder? Komm jetzt! Ach, da fehlt auch noch einer. Kannst du ihn nicht einfach rüberwerfen? Wow, er hat sich keine Beine gebrochen. Erstaunlich. Ja, was jetzt? Ja. Die Blumen waren eben noch nicht da. Ach so, die magischen Schmetterlinge, die benutzen diese lilanen Blumen da, oder was? Warum machen die das überhaupt? Jetzt sind sie weg. Okay. Hä? War da gerade Ferkel drin? Ja. Okay. Hallo, Ferkel, Piglet. Puh, wo sind wir? Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, wo wir sind. Seid ihr komplett behindert? Wenn wir dahin gehen, wo wir Feuer waren, dann finden wir vielleicht nach Hause. Wow. Also, er musste den Puh da reinlocken, weil er ohne Puh nicht an Piglet gekommen wäre, oder was? An Ferkel. Alles klar. Ja, ich habe mich versteckt, weil ich Angst bekam, als alle verschwunden waren. Alles klar. Das ist echt Next Evolution Gameplay hier. Also damit meine ich jetzt nicht die Art und Weise, wie er spielt, sondern einfach dieses sinnlose Zusammenfurchen dieser Disney-Charaktere. Okay, wie kommen wir jetzt an das Känguru ran? Brauchen wir da etwa die Gleitfähigkeit? Schaffen wir es nicht ohne diese Fähigkeit? Aber benutzt doch einfach Gravitas und lass ihn durch den Baum glitschen. Durch die Dinger da. Oh, scheiße, er macht's echt, oder? Er macht's... Moment. Das war ein Witz. Okay. Ich hätte es tatsächlich auch versucht, wie man sieht. Es klappt nicht. Hä? Ich habe so versucht, so hochzuspringen wie Tigger. Und während ich versucht habe, habe ich nicht gemerkt, wie ich hingesprungen bin. Alles klar. Die sollte man alle ins Tierheim schicken, glaube ich. Die sind alle komplett... Die Bier, sie wissen nicht, was sie tun. Sie gefährden sich gegenseitig. Also, schlimm. Okay. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Moment, Moment! Moment! Welche seid ihr jetzt genau? Das muss ich mir jetzt nochmal angucken. Eine Seite, die noch übrig war? Oder was war das jetzt? The Torn Page. Oh ja, eine rausgerissene Seite hat sich in einen Gegenstand verwandelt. In einen XP-Ring. Das heißt, er kriegt beim Kämpfen mehr Erfahrungspunkte. Okay, das ist... Es ist ein Argument. Es ist ein Argument, wieso man das tun sollte. Ich bin so froh, dass wir wieder zusammen sind. Ich wusste wirklich nicht, was ich alleine machen sollte. Oh, Ferkel, du musst mutig sein. Warst du überhaupt nicht einsam? Einsam?
Soll das ein Witz sein? Ich bin ein Tigger. Die superste Sache an Tiggern ist, dass ich der Einzige bin. Aber zugegeben, Freunde zu haben, macht auch Spaß. Denk. Hey, Pooh, was überlegst du wieder? Oh, nun, ich denke darüber nach, was ich denken soll. Ich verschwinde. Sora, wo gehst du hin? Ich gehe meine Freunde suchen. Die warten auf mich. Spring mal wieder vorbei. Ich hoffe, du findest deine Freunde. Zora, denk daran, wir werden immer hier sein, wenn du uns mal wieder besuchen willst. Nein, danke, das wollen wir sicherlich nicht. Aber zugegebenerweise, das jetzt mit dem, mit der Spieluhr und dem Buch, dem Cover, das war schon süß. Da habe ich jetzt ein bisschen Gänsehaut gekriegt. Das hat mich jetzt schon gefreut. Aber ansonsten, ja, klar, für den XP-Ring würde es sich natürlich lohnen. Ich meine, wie gesagt, ich weiß jetzt auch nicht, wie krass... Okay, er geht jetzt dahin. Das Video wird sich jetzt gleich wieder auf Anfang stellen. Ich werde jetzt einfach nur mal kurz ein bisschen reden, also jetzt nicht wundern. Für den XP-Ring lohnt sich es natürlich, weil ich weiß jetzt auch nicht, ob ich da jetzt... ob ich das Spiel durchspielen kann, ob ich jetzt noch den Kampf schaffe. Diesen Arena des Olympus Cup, da den letzten... Guck mal, er ist Level 53. Ne? Also das würde sicherlich schon einige Trainingszeit ersparen. Aber auf der anderen Seite muss man halt schätzungsweise alle Dalmatiner finden, um die letzte Seite zu kriegen. Und das rentiert sich dann wiederum nicht, weil das geht einfach nicht. Also ich werde jetzt vor der nächsten Folge nochmal recherchieren, ob man wirklich alle sammeln muss oder ob man nur eine bestimmte Anzahl braucht. Ne, aber ja, ich glaube... Hups, da hat sich das Video jetzt einfach geschlossen. Aber ich glaube schon, dass man alle einsammeln muss. Weil ansonsten wüsste ich nicht, was man dann sonst von den Dalmatinern kriegen soll als letzten Preis. Aber naja, ich werde das recherchieren. Von daher, das war's für heute mit dieser besonderen Folge. Ich hoffe, euch hat das irgendwie minimal gefallen. Ich hoffe, ich habe halbwegs erträglich kommentiert. Ich bin froh, dass ich es nicht spielen musste, ganz ehrlich. Es weiß nicht. Wie gesagt, ich habe nichts gegen Winnie Pooh. Was ist das denn jetzt hier wieder? Holy shit. Der Player hat sich gerade wieder geschlossen. Ich weiß nicht, ob der das gerade noch aufgenommen hat. Ich habe nichts gegen Winnie Pooh. Definitiv nicht. Aber das war einfach komplett unnötig, ganz ehrlich. Ja. In diesem Sinne, in der nächsten Folge kümmern wir uns dann um die Arena des Olymps. Ja, bis zum nächsten Mal. See ya.